Genommen, es scheinen alle, die heute Morgen teilnehmen wollen, da zu sein. Herzlich willkommen zum ersten Epson Webinar in deutscher Sprache. Wir haben einige Erfahrungen mit englischer Sprache gesammelt. Nun wirklich ein Webinar in deutscher Sprache, was sich speziell an die drei Märkte richtet, in denen Markus und ich tätig sind: Österreich, Deutschland und die Schweiz. Ja, kurz zu den teilnehmenden Personen. Ich kann Ihnen Markus Jin vorstellen, seines Zeichens Keycom Manager für die bis eben genannten Märkte. Mein Name ist Andreas Fleming und ich kümmere mich in dem Bereich ums Business Development. Nochmal von uns beiden herzlich willkommen und viel Spaß in den nächsten circa 45 Minuten. Wir werden Sie anhand von verschiedenen Programmpunkten führen. Und im Anschluss an die 45 Minuten können wir auf Ihre Fragen eingehen. Wir bitten um Verständnis darum, dass die Fragen nicht live online gestellt werden können mit Ton, sondern dass Sie die bitte in den Chat schreiben. Und dann am Ende der Präsentation werden wir auf Ihre Fragen zurückkommen. Kleiner Hinweis noch auf die Software. Wenn Sie irgendwelche Probleme haben sollten mit Video- oder Tonübertragung, wir haben die beste Erfahrung gemacht, dass Google Chrome der beste Browser ist. Wenn Sie also Schwierigkeiten mit Ton haben, dann wäre es schön, wenn Sie sich mit Google Chrome mit uns verbinden. Das sollte eigentlich stabil laufen. Ja, genug der Vorrede, wir starten. Und wir haben vier Themenbereiche für Sie vorbereitet. Einmal wir reden über Markttrends, über den Markt, generellen Markttrend. Wir werden Sie informieren, warum Sie LED einsetzen sollten, welche guten Gründe gibt es, in der Festinstallation Indoor LED einzusetzen. Und da Sie sich in einem Epson-Webinar befinden, werden wir natürlich darüber sprechen, warum Sie, wenn Sie sich für eine LED-Installation entscheiden sollten, ausgerechnet unser Produkt bevorzugen. Und der wichtigste Teil dann zum Schluss. Wir werden Ihnen anhand von verschiedenen Lösungen, die bereits installiert waren, anhand von verschiedenen Case Studies vorstellen, welche Indoor-Festinstallation Sie idealerweise mit welchem Epson-Produkt durchführen können und welche Gründe es dafür gibt. Der Markttrend bei LED hat in den vergangenen Jahren eigentlich immer nur aufwärts gezeigt und die Corona-Krise mal beiseite, das wird sicherlich eine Delle geben für dieses Jahr, aber insgesamt rechnen wir natürlich damit, wenn sich das weltweit wieder erholt, dass sich die Entwicklung fortsetzt. Da gibt es gute Gründe für. Sie sehen, in allen weltweiten Märkten hat sich das LED-Produkt stark entwickelt. Wir in Europa liegen ein bisschen hinterher, was die Größe des Marktes anbetrifft, aber die Steigerungsraten sind ähnlich wie in allen Ländern. Getrieben wird das Ganze vor allem durch die Entwicklung von immer kleineren Pixel-Pitches. Das heißt, der Abstand der Pixel wird kleiner und damit wird die Auflösung größer. Und das war ein wesentlicher Faktor. Und Sie sehen, hier ist dieser bräunliche Bereich hier unten. Das sind die Fine-Pixels, also Auflösungen unter 2,5 mm oder Pixel-Pitch unter 200 mm. Die werden in Zukunft den größten Anteil bilden und die haben mit Abstand auch den größten Anteil an der Wachstumsrate. Das heißt, wir rechnen damit, wie gesagt, diese Voraussagen sind natürlich vor Corona, aber man rechnet damit, dass sich der Markt bis 2023 nochmal um 30% nach oben bewegen wird. Nicht nur die Pixel-Pitch-Entwicklung wird den Markt vorantreiben. Es gibt auch andere technische Entwicklungen, die das beschleunigen werden. Eine davon ist zum Beispiel der Trend, dass wir immer weiter davon weg sind, einfach nur unabhängige einzelne Displays irgendwo zu installieren. Mittlerweile ist es eigentlich soweit, dass in einem Rahmen eines Projektes, im Rahmen von größeren Zusammenhängen, zum Beispiel gerade im Retail-Bereich, aber auch im Sportbereich, dass es eine Reihe von Displays gibt, die alle von einem zentralen Ort aus mit Content und Inhalten versehen werden können und versorgt werden, aber auch zum Teil dann von ferne gewartet in der Cloud, alles möglich, sodass also hier eine stärkere Vernetzung stattfindet. Wir sind auch mittlerweile davon weg, dass ein Display immer nur eine in Anführungszeichen dumme Anzeige ist, sondern es gibt viele Arten von Interaktivität,
die viele Möglichkeiten der Installation und neuer Lösungsansätze ermöglichen. Da denken wir nicht nur daran, an die klassischen interaktiven Whiteboards, wo Sie mit einem Stift Inhalte auf dem Bildschirm ergänzen können, sondern auch solche Dinge wie Gesichtserkennung oder Personenerkennung, wo Displays über Sensoren dann mitgeteilt bekommen, dass sich jemand mit dem Content, der darauf stattfindet, beschäftigt und dann teilweise sogar sehen können, wer das ist, das einordnen können und den Content entsprechend automatisch anpassen, ohne dass da jemand noch eingreifen muss. Eine weitere Entwicklung ist, da wird Markus auch Ihnen ein interessantes Produkt vorstellen später, sind integrierte Lösungen. Das heißt, es ist in Teilbereichen wird es nicht mehr notwendig sein, sich eine LED-Wand aus einem Baukastensystem selber zusammenzustellen, sondern es gibt integrierte Lösungen, sodass wenn Sie das geliefert bekommen, im Grunde genommen das so zu handeln ist, wie wenn Sie ein großformatiges LCD-Display oder einen Fernseher verwenden würden. Sie müssen natürlich die einzelnen Bauteile noch zusammenbauen, aber insgesamt kriegen Sie alles so geliefert, dass es eine spielfertige Lösung wird. Und last but not least, der letzte Trend LED war ja lange Zeit dafür bekannt, hauptsächlich hohe Helligkeiten zu bieten. Aber durch die Verbesserung in der Signalverarbeitung in Richtung SDR oder HDR, höhere Farbtiefen, höhere Kontrastumfänge können LED auch in Bereichen eingesetzt werden, wo es auch wirklich nicht nur möglichst brillante und helle Farben ankommt, wie im Schau-Werbebereich, sondern zum Beispiel auch möglichst exakte Farbwiedergabe. Das ist zum Beispiel interessant in Virtual Reality-Umgebungen, wo Sie die Farbe eines Autos oder Ähnliches tatsächlich an der LED-Wand dann beurteilen können. Wenn man von der Technologieentwicklung mal weiterguckt, dann ändert sich der LED-Markt auch gerade sehr stark oder hat sich in den letzten Jahren geändert in Richtung einer sehr starken Segmentierung. Das hier ist eigentlich fast unnötig zu erwähnen. Sie sehen das, mehr als vier Fünftel des Marktes werden mittlerweile bedient von chinesischen Herstellern, die meisten auch da angesiedelt, wo wir angesiedelt sind, in Shenzhen. Und es ist ein weiterer interessanter Trend zu beobachten. Das heißt, aus diesem kleinteiligen, viele Lieferanten liefern einen sehr unübersichtlichen Markt, alle möglichen Lösungen, kristallisiert sich stark heraus, dass mehr als ein Drittel aller Verkäufe von fünf großen Herstellern gemacht werden. Und es wird Sie nicht überraschen, wenn jetzt zum Schluss als Nummer eins die Firma Epson kommt. Epson ist seit mehr als 11 Jahren die Nummer eins im Export, bezogen auf die Exportwerte. Im chinesischen Markt sieht es ein bisschen anders aus, aber in den Export in alle anderen Märkte weltweit, da ist Epson seit mehreren Jahren, seit langer Zeit der dominierende Hersteller. Und ja, wir arbeiten alle hoffentlich gemeinsam daran, dass das auch in den nächsten Jahren so bleibt. Warum hat sich das alles so entwickelt, sowohl von der Technologie her als auch von der Marktstrukturierungsseite? Es ist so, dass eben aufgrund dieser ganzen Gründe LED-Wände mittlerweile wirklich in der Lage sind, traditionelle, so alt ist ja die ganze Branche noch nicht, traditionelle Produkte wie Large-Format-Display oder Projektoren zu ersetzen. Und ich habe hier mal drei Märkte rausgepickt, die uns auch weiterhin begleiten werden heute in der Präsentation. An erster Stelle habe ich gesetzt die Installation in Kontrollräumen, zum Beispiel für militärische Anwendungen, aber auch Verkehrsüberwachung oder in der Telekommunikation, in der Gas- und Energieversorgung, Forschungszentren. Hier gibt es extrem hohe Anforderungen an Bildqualität und an auch die Langlebigkeit der Produkte. Bisher wurde das in der Regel mit DLP-Rückprojektionsboxen, teilweise schon mit als Lichtquelle auf Laserbasis gemacht, weil man da eben extrem lange Standzeiten hat. Und wir sehen seit 2-3 Jahren wirklich einen starken Trend, dass das mit LED-Displays ersetzt wird. Welche genau das sind, erzählt Ihnen Markus dann später. Wir haben uns ein bisschen schwer getan mit der zweiten Kategorie, weil es natürlich, es gibt ein paar englische Begriffe, aber wenn man das versucht auf Deutsch zu übersetzen, dann ist es so, der Indoor nicht öffentliche Bereich, das bedeutet für uns alle die Installation, wo man als normaler Passant nicht zufällig einfach reingerät, sondern wo man eben zum Beispiel einen Konferenzraum einer Firma, in den Seminarraum einer Universität, in Schulungsräumen von Instituten, wo man quasi eine gewisse Trennung von der Öffentlichkeit hat, also alles, das Indoor im nicht öffentlichen Bereich stattfindet.
Hier war ganz klar in den letzten Jahren die Projektion natürlich sehr, sehr dominant. Es wurde dann, je kleiner der Konferenzraum wurde, doch abgelöst auch von LCD-Displays in den letzten paar Jahren. Und wir sehen, und das hat auch gute Gründe, dass auch hier ein starker Trend einsetzt. Das heißt, dass Firmen ihre Konferenzräume, ihre Seminarräume mit LED ausstatten. Ja, und zuletzt als dritte Kategorie, und das werden Sie sicherlich, wenn Sie, momentan ist es ja leider eingeschränkt, aber wir alle sind ja viel unterwegs, und wenn Sie das tun an Flughäfen, Bahnhöfen, in Einkaufszentren, in Läden, dann hat LED da den öffentlichen Raum eigentlich seit langem schon erobert. Es gibt hier und da vereinzelt noch Steglos-Wände. Projektionen haben versucht, das ein bisschen aufzunehmen, das Thema, als die Laserprojektoren aufkamen, weil damit da auch höhere Standfestigkeiten erzielt worden sind. Aber man kann eigentlich sagen, dass dem öffentlichen Raum auch jetzt mittlerweile die letzten Stegloswände und Projektionslösungen abgebaut werden und eigentlich fast mit einer sehr, sehr großen Mehrheit LED-Displays eingesetzt werden. Wie gesagt, welche das genau sind, werden wir weiterhin nachher später an Beispielen erläutern. Ja, ich habe es teilweise natürlich jetzt schon angedeutet, warum hat sich LED durchgesetzt, warum wird sich LED weiter durchsetzen. Ich werde die einzelnen Punkte nachher noch im Einzelnen erläutern, eine erkennbar bessere Bildqualität. Wir denken, dass wir im Vergleich mit anderen Technologien eine deutlich größere Flexibilität und Kreativitätsmöglichkeiten haben. Letztendlich haben wir eine sehr hohe Lebensdauer und die Wartung wird sich vereinfachen mit dem Einsatz von LED-Technologien. Und letzter Punkt, die Farbuniformität über die Betriebszeit, das betrifft natürlich vor allem den öffentlichen Markt, ist deutlich besser. Gucken wir uns das im Einzelnen an. Was heißt bessere Bildqualität? Ein LED-Display hat von Hause aus eine höhere Helligkeit als ein LCD-Display. Es gibt zwar LCD-Displays, die eine hohe Helligkeit bieten, da opfert man aber in der Regel ein bisschen einmal die Standfestigkeit, den Kontrast, und in der Regel sind die auch deutlich teurer, aber wir haben ungefähr so 30-40% beim Standard-Display höhere Helligkeit, und das ermöglicht einfach ja auch bei schlechteren Lichtverhältnissen eine größere Brillanz. Und wenn man das dann in Umgebungen installiert, wie zum Beispiel in Läden, dann ist es einfach ein besserer Eyecatcher, ein höherer Aufmerksamkeitswert, wenn Sie einen Wegweiser oder eine neue Werbeaktion darauf demonstrieren, als Sie das mit herkömmlichen, zum Beispiel LCD-Displays oder Projektoren erreichen würden. Der Punkt ergibt sich eigentlich fast von selber. Ein LED-Display, egal wie groß Sie das bauen, ist immer steglos. Sie haben nie zwischen den einzelnen Modulen erkennbare Stege. Und ja, letztendlich stellt sich die Frage, warum sollte man Stege einbauen, wenn man es auch ohne haben kann. Gucken wir uns mal den typischen Konferenzraum an. Sie werden das aus Ihrer täglichen Praxis kennen. So kann es aussehen, muss natürlich nicht. So kann es aussehen, ein bisschen blasses Bild, und häufig steht der Referent oder auch ein Teil des Publikums im Strahlengang. Und das wäre mal eine Installation mit einem Epson-Icon, Festinstallationsprodukt. So könnte es auch aussehen. Flexibilität, ich habe es schon angesprochen, ein LED ist natürlich aufgrund der modularen Bauweise in seinen Maßen und Formaten fast unendlich erweiterbar, unendlich skalierbar. Das heißt, Sie können nicht nur aus diesem üblichen Rechteck 16:9 Format raus und andere Formate bauen. Sie können auch unregelmäßige Wände bauen mit abgesetzten einzelnen Modulen. Das ist alles möglich. Und letztendlich hilft es auf der anderen Seite auch, indem man die Auflösung anpasst, Geld zu sparen und im Budget einzusparen. Denn Sie können Ihre Auflösung, die Sie mit der LED haben, jeweils im Projekt anpassen. Manche Produkte, die wir anbieten, die gibt es in 6 oder 7 verschiedenen Pixel-Pitches, und entsprechend können Sie bei der gleichen Größe des Displays die Auflösung entsprechend an die Bedürfnisse des Kunden, des Contents und an das Budget vor allem des Kunden anpassen. Gleichzeitig ist die Kreativität deutlich erhöht. Es ist auch da, wie gesagt, sind keine Grenzen gesetzt. Hier mal ein Beispiel aus einem Duty-Free-Shop, wo mit einem, ja, eigentlich Standard-LED-Material, muss man sagen. Das ist kein besonders teures oder aufwendiges Material. Das ist ein Standard-LED-Material, wo schon eine sehr beeindruckende runde Form erzielt wird.
Und man kann das natürlich auch auf die Spitze treiben, indem man mit der Kombination verschiedenster Produkte mit verschiedensten Auflösungen eine völlig neue Art des Einsatzes von Medientechnik ermöglicht. Also höchste Kreativität ist machbar. Was die Lebensdauer anbetrifft, kann man so als Rule of Thumb, als Daumenregel sagen, eine LED hält ungefähr 100.000 Stunden und dann hat sie ungefähr 50% der Helligkeit erreicht. Das ist natürlich ein Wert, den Sie mit keiner anderen Technologie so erreichen. Nebeneffekt im Übrigen bei einigen Produkten, nicht bei allem, ist, Sie können, wenn die LED das Ende der Lebensdauer erreicht hat, möglicherweise, wie gesagt, das hängt ein bisschen vom Produkt ab, einfach durch Austausch der LED-Kacheln dann die Wand nochmal wieder neu beleben und eine neue Helligkeit versorgen. Das ist bei anderen Produkten natürlich etwas komplizierter. Hier ist übrigens als Beispiel eine 7 Jahre alte Wand in China mal zu sehen. Outdoor-Installation, in dem Fall keine Indoor-Installation, aber durch ständige, ja, man sieht, die Bildqualität hat da aktuell noch nicht sehr gelitten. An der Stelle würde ich ganz gerne vielleicht mit einem Vorurteil aufräumen, dass LED im öffentlichen Raum nicht so robust ist. Vielleicht hat der eine oder andere da auch in der Vergangenheit negative Erfahrungen gemacht, wenn eine Wand installiert war, die im Publikumsbereich war und die wurde berührt, dann gab es mechanische Beschädigungen. Mittlerweile sind wir von der Technologie, Markus wird dazu auch gleich noch was sagen, sind wir von der Technologie so weit, dass wir bei einem Pixelabstand von größer als 2,5 mm mechanisch so robust sind, dass sie LED durchaus im öffentlichen Raum ohne zusätzliche Schutzmaßnahmen einsetzen können. Also vorausgesetzt, sie machen das in einer Publikumsumgebung, wo kein Vandalismus zu befürchten ist. Für Fußballstadien oder Bahnhöfe, da muss man natürlich noch ein paar besondere Vorkehrungen treffen mit Schutzgläsern oder sowas. Aber eine normale Standard 2 mm LED-Wand in einem Foyer einer Sparkasse oder im Konferenzraum eines Hotels, die ist auch dagegen gefeit, dass da mal jemand, wenn er stolpert und mit der Schulter kurz die Wand berührt, nicht gleich 10 Pixel abreißt. Die Wartung ist denkbar einfach aufgrund des modularen Konzepts. Im Prinzip besteht ja so eine LED-Wand nur aus, wenn man so will, drei Bauteilen. Das eine ist der Rahmen, wo die LED-Kachel aufgesetzt wird und die Elektronik angesetzt wird. Dann vorne eben, Sie sehen das auf der linken Seite, die LED-Kachel und in der Regel ist dann meistens entweder von vorne oder von hinten, bei einigen Produkten sogar von beiden zugänglich, kommt man an die Elektronik ran, wo die Energieversorgung und die Versorgung mit Content stattfindet. Und das ist so modular und so kleinteilig aufgebaut, dass wenn ein Teil ausfällt, man nicht gleich die ganze Wand deinstallieren muss, wie bei einem großformatigen LCD-Display, sondern dann nehmen Sie halt ein Teil raus und bauen das nächste ein. Und dazu besonders interessant, die meisten unserer Produkte haben ein sogenanntes Memory on Module. Das bedeutet, die sind vorkalibriert und die Kalibrierungsdaten sind auf allen Produkten gespeichert. Und man kann dann, wenn man ein einzelnes Modul austauscht, die Daten übertragen und das Modul passt sich automatisch an die Umgebung, in der es sich befindet, an. Es gilt nicht für alle Produkte, aber für die meisten Festinstallationsprodukte, über die wir heute sprechen, ist es so. Und dadurch brauchen Sie, wenn Sie ein Ersatzteil austauschen, sei es eine LED-Kachel, sei es aber auch ein elektronisches Bauteil wie eine Receiving Card, dann brauchen Sie das nicht nochmal neu zu kalibrieren, die Wand, sondern Sie setzen es ein und die Wand spielt weiter. Natürlich haben Sie die Möglichkeit, wenn Sie besonders kritische Umgebungen haben, mit besonders wichtigen Farbverläufen, dann kann man das nochmal nachträglich auch manuell kalibrieren, muss man aber nicht. Hier ist ein gutes Beispiel, das Bild im Hintergrund, ein gutes Beispiel für eine Installation. Das haben wir auch ganz bewusst gewählt, weil wir befinden uns hier in der gleichen Umgebung, Flughafen Ranta in Helsinki, Finnland. Beide Wände wurden circa vor 2 oder 3 Jahren mit der Öffnung des neuen Terminals installiert. Es läuft vom gleichen Systemintegrator, es läuft derselbe Content zentral verteilt und Sie sehen, die LED-Wand hat auch nach 2,5 Jahren ist es her, nach 2 Jahren immer noch die gleiche Farbuniformität und bei dem LCD-Array mit den 3x3 Steglos-Panels sehen Sie deutliche Farbverläufe. Und hier wird es natürlich kritisch, wenn Sie hier einen Farbverlauf verändern wollen, dann müssten Sie eigentlich sämtliche Panels austauschen. Wenn Sie nur ein Panel austauschen, dann wird es unmöglich, das wieder an die bestehende Umgebung anzupassen. Ähnliches wäre hier im Bild zu sehen. Sie sehen im Hintergrund, da ist es sogar tatsächlich im gleichen Raum, deswegen ist das so fotografiert. Sie sehen im Vordergrund eine LED-Wand, die ist wunderbar farbuniform und im Hintergrund das Blau. Da sieht man schon deutliche Qualitätseinbußen. Auch da gilt,
wenn ich da was verändern wollte. Ich könnte zwar ein einzelnes Panel austauschen, das ist aber mit erheblichem Aufwand natürlich verbunden und ich würde es, glaube ich, auch nie wieder so kalibriert kriegen, wie es ursprünglich mal war. Ja, ich habe es angekündigt. Warum soll man nicht nur LED einsetzen, sondern möglicherweise, wenn Sie LED einsetzen, auch Epson? Es gibt eine Reihe von guten Gründen. Hier mal der erste gute Grund, unsere Zentrale in Shenzhen mit der neuen Produktionsstätte rechts oben im Bild und ein kleiner Blick auch in die Produktionsstätte. Sie sehen alles extrem modern, extrem aufgeräumt, extrem sauber für Top-Qualität-Produktion. Die Produktion ist digitalisiert, das heißt, wir haben alle Prozesse aufeinander abgestimmt. Es gibt eine ganze Reihe, ich will Sie da jetzt gar nicht mit den einzelnen Zahlen langweilen, eine Rieseninvestition, fast 80 Millionen US-Dollar. Und es gibt eine ganze Reihe Patente und Gebrauchsmusterpatente und Registrierung von Computersoftware, die nur für dieses voll digitalisierte Produktionszentrum gemacht wurden. Das heißt, vom ersten Angebot an, wenn es bei uns in unser CRM-Tool geht, bis zur Auslieferung an Sie, wird der ganze Prozess einheitlich digital überwacht. Da geht kein Papier hin und her zwischen Abteilungen, keine Excel-Datei, sondern das ist alles vollautomatisch und durchstrukturiert. Und wir freuen uns natürlich immer, wenn wir Anfragen bekommen, wenn die möglichst auch uns viele Details verraten, weil dann können wir nämlich das so in unserem Computersystem einpflegen, dass schon vielleicht gar keine Fragen mehr entstehen. Epson ist seit mehr als 20 Jahren unterwegs. Ein weiterer Grund, sich für Epson zu entscheiden, was die Produktseite anbetrifft, da hören wir ja später noch was dazu, aber als Firma sind wir seit 20 Jahren am Markt, seit mehr als 20 Jahren. Es gab eine Start-up-Phase Beginn der 2000er, Ende der 90er Jahre, letzten Jahrtausend muss man ja sagen, wo wir relativ klein im Inlandsmarkt waren. 2005 kam der erste internationale Auftrag und das hat dann zu einer explosionsartigen Vermehrung der Auftragsquoten in allen Bereichen der Welt geführt. Letztendlich war dann der nächste Meilenstein, weil das Geschäft auch speziell in Europa so stark gewachsen war, eine europäische Niederlassung zu gründen, damit eben bestimmte rechtliche Dinge wie Inverkehrbringung der Produkte, wie Garantie, wie Zertifizierung zu bestimmten Umweltstandards einheitlich geregelt waren. Das heißt, seit 2013 gibt es eine Epson GmbH, bisher in Rüsselsheim. Und von dieser Epson GmbH erhalten Sie Ihre Rechnungen, Sie erhalten den Service von dort. Das ist alles nach europäischen Standards, im Wesentlichen auch deutschsprachig, sodass Sie also da absolute Sicherheit haben. Wie gesagt, gibt es seit 2013 und wir wollten eigentlich dieses Jahr eine große Party feiern mit allen zusammen, weil wir umgezogen sind nach Mörfelden-Walldorf. Der Umzug hat stattgefunden, aber der ist natürlich leider unter die Corona-Walze geraten. Deswegen haben wir auch noch nicht so groß drüber gesprochen. Wir haben mittlerweile deutlich mehr Bürofläche in Mörfelden. Wir haben einen tollen Showroom, da komme ich auch gleich nochmal ganz kurz drauf. Aber leider sind wir momentan ein bisschen eingeschränkt, Besucher zu empfangen. Ja, ich habe es gesagt, es gibt in fast allen wichtigen Teilen der Welt gibt es entsprechende Niederlassungen und das ist ein Bild hier von Mörfelden, von unserem neuen Headquarter, was wir so sukzessive und ein bisschen ja unter dem Radar dieses Jahr bezogen haben. Wir haben dort einen Showroom, der ist, ich weiß noch nicht ganz fertig, aber steht in den letzten Zügen der Fertigstellung, wo im Wesentlichen alle Produkte, die wir haben, natürlich nicht jedes einzelne Produkt mit jedem einzelnen Pixel-Pitch, aber alle wichtigen Produktlinien live demonstriert werden können. Wir müssen uns in den nächsten Wochen mal ein Konzept ausdenken, wie das vielleicht auch mit den Lockerungen im Corona-Bereich dann möglich sein wird, dass Sie uns auch besuchen können mit Ihren Kunden, dass wir was vorführen können. Wie gesagt, alle Produkte gibt es da zu sehen. Wir können entsprechend auch auf Kundenwunsch natürlich bestimmte Umgebungen einfach herstellen und den Kunden simulieren. Das war das Wort, was mir fehlte. Und die Kundeninstallation entsprechend dann herstellen. Wie gesagt, momentan ein bisschen eingeschränkt. Wenn Sie aber eine Demo unbedingt benötigen, dann stehen auch alle Produkte, die Sie bei uns im Showroom finden, in der Regel dafür zur Verfügung, dass wir die auch bei Ihnen vor Ort demonstrieren können und dass Sie diese bei uns ausleihen können.
Sehr wichtig in heutiger Zeit ist der Service. Wir haben eine komplette Servicemannschaft in Mörfelden mit einer voll ausgestatteten Werkstatt. Das heißt, alle Reparaturen, die notwendig wären, sowohl Garantie als auch dann Wartungsarbeiten oder Reparaturen nach der Ablauf der Garantiefristen, werden von den Kollegen dort in Mörfelden vorgenommen. Und die können Sie in allen Service- und Wartungswagen beraten, vom First-Level-Support, wo man nur mal durchcheckt, sind auch alle Kabel richtig gesteckt und ist die aktuelle Software drauf, bis hin möglicherweise zu umfangreichen Remote-Wartungsarbeiten oder sogar For-Service, dass die Kollegen rauskommen. Und das Gute daran auch, nicht alle, aber ein Teil der Kollegen sprechen Deutsch, sind deutschsprachig und können sie auch in ihrer Muttersprache entsprechend beraten und unterstützen. Das Gleiche gilt für das Sales-Team. Wir haben Markus und ich sind ja hier heute für Sie vor Ort. Und wenn Sie Projekte haben, wo Sie, die über das hinausgehen oder wo Sie Fragen haben, die über das Übliche hinausgehen, sprechen Sie uns gerne an. Wir können Sie auf jeden Fall beraten bei der Produktauswahl, insbesondere dann, wenn Sie im Wettbewerb stehen, wenn Sie wissen, einer meiner Wettbewerber bietet ein anderes Produkt an, was sind die Vorteile, wie kann ich das einsetzen. Wir können beraten, ob vielleicht irgendwo weltweit schon mal jemand ein ähnliches Projekt, wie Ihr Kunde das realisiert hat, auch bei uns realisiert hat. Sprechen Sie uns einfach an, wir unterstützen Sie gerne. Ja, und last but not least, und an der Stelle, ich sehe, dass einige der Kollegen heute hier mit im Webinar sind. Herzlichen Gruß, grüß Sie in die Schweiz. Und ja, moin moin und grüß Gott nach Österreich und nach Deutschland zu den Kollegen von unserer lokalen Distribution für Deutschland, Österreich, die Firmen Kern und Stelli und für die Schweiz die Firma Tilion. Die bieten Ihnen neben dem, was ich Ihnen an Supportmöglichkeiten oder was wir Ihnen an Supportmöglichkeiten anbieten können, natürlich auch noch eine ganze Reihe von Services, gerade auf der Marketingseite. Die haben in der Regel von wichtigen Produkten auch Lagerware, sodass sich Lieferzeiten verkürzen. Und die haben natürlich einen äußerst leistungsfähigen Vertriebs, sowohl Innen- als auch Außendienst. Ja, und damit bin ich schon am Ende meines Teils angelangt. Ich danke Ihnen an der Stelle für die Aufmerksamkeit und übergebe jetzt an meinen Kollegen Markus, der Sie durch den weiteren Teil der Präsentation führen wird. An der Stelle schon mal tschüss und bis gleich, wenn Sie Fragen haben. Danke, Andreas. Liebe Damen und Herren, noch einmal herzlich willkommen von meiner Seite zur Präsentation Absolut LED-Lösung für Indoor-Fest-Installation. Ich bin Simin Chin, deutscher Name Markus. Dafür ist der Name für Europäer leichter zu erkennen. Arbeite für Absolut GmbH, Sitz in Köln. Vielen Dank. Zuerst lassen uns einen Blick auf ein paar Anwendungen werfen und definieren, wovon ich spreche. Ich gehe davon aus, in der Vergangenheit, Sie haben vielleicht auch schon mal davon erfahren, dass es viele unterschiedliche Definitionen gibt, um das Produkt zu beschreiben. Zum Beispiel LED-Wand, LED-Module, LED-Kabinett, LED-Display und so weiter. Aber LED-großformatiges Display ist der Begriff, den ich heute verwende. Schauen wir uns erst ein paar Anwendungen an, damit Sie einen Überblick schaffen. Heutzutage können Sie LED-großformatiges Display in Unternehmen an unterschiedlicher Stelle sehen. Wir haben hier auf der linken Seite eine Anwendung im Nesto Europa Hauptsitz im Empfangbereich. Mit dem Bild darunter geht es um einen Veranstaltungsort von einem großen Finanzinstitut in London. Wie eben Herr Andreas gesagt hat, es ist ein Wachstumsmarkt. Besonders im Retail-Shop und Einkaufszentrum ist es auch ein Markt, der stark wächst. Sie sehen die Bilder von den Anwendungen in einem Zara-Laden und an dem neuen Istanbul-Flughafen von dem Tax-Free-Laden. Daneben sind zwei schöne Anwendungen im Control-Room. Eins in Shenzhen und die andere in einem Militärinstitut in China. Darüber hinaus sehen Sie zwei High-End-Solutions im TV-Studios.
Mit dem oberen Bild geht es um eine Installation in RTE News Studio in Irland und unten eine Installation in Sternen Virtual Studio. Es gibt natürlich auch ganz viele andere Anwendungsmöglichkeiten. Wir sprechen heute aber hauptsächlich von Indoor-Festinstallationen. Zusammenfassend, Sie können LED-großformatiges Display an vielen Orten sehen, im Unternehmen, TV-Studio, Control Room, Videokonferenz und viel mehr. Dementsprechend hat Epson ein sehr breites Produktportfolio, fast für jede Anwendung. Groß, klein, Indoor, Outdoor, feste Installation und Rinterstation. Auf dieser Folie sehen Sie die meisten Indoor-feste Installation-Produkte. Die linke Seite sehen Sie die 16:9 Lösungen, damit man die LCD-Displays im Unternehmen schnell ersetzt. In der Mitte, die Lösungen für Retail Shop. Die Lösungen sind leicht, flexibel und dünn. Auf die rechte Seite sind die Produkte für High-End-Anwendungen geeignet. Ich würde gleich noch einmal genau über das einzelne Produkt sprechen. Corporate Lösung. Auf dieser Folie sehen Sie eine Anwendung in Accenture Campus Chromeback. Da wurde das Produkt Acclaim eingesetzt. Lassen uns erst mit dem beliebten Produkt anfangen, nämlich das Acclaim Plus. Es geht um eine sehr bekannte indoorfeste Installationslösung von Epson aus verschiedenen Gründen. Ein davon ist wegen seiner Vorgänger Acclaim oder A27, das bereits seit vielen Jahren auf dem Markt ist. Acclaim Plus ist die modifizierte Version und 5 Auflösungen stehen zur Verfügung. Von 1,2 mm bis 3,8 mm. Ein paar Vorteile von dem Acclaim Plus. Das Produkt lässt sich an die Wand montieren, an den Ständewerk auf dem Boden stehen und an Hängenbars montieren, nämlich ein geflogenes Display. Ein weiterer genialer Aspekt ist, dass die Panels selbst ein 16:9 Seitenverhältnis haben. Das Panel ist 610 mm breit und 343 mm höher. Wiegt nur 6 Kilogramm, es macht es sich einfach zu installieren. Die Produkte sind von vorne zu installieren und die Wartung auch. Weil das Panel sehr dünn ist, nur 49 mm, lassen Sie sich sehr nah an die Wand montieren. So. Zu Referenzen, Sie sehen ein weiteres Referenzbild von Acclaim A27-25+. Gebaut in Accenture Campus Kronberg als Bühnenrückwand im Auditorium. Und hier geht es um eine Anwendung in einer High-Eisenbank in Linz. Noch zu erwähnen ist diese 90-Grad-Ecklösung. Die Fuge ist nur ca. 4 mm breit. Nächstes, das Epson Icon-Produkt. Das ist relativ neu von Epson. Von Epson Icon sind 4 Displaygrößen verfügbar, nämlich 110 Zoll, 138, 165, 220 Zoll diagonal. Es geht um eine komplette Lösung. Extra für Konferenzräume, Auditorien, gedachte Ausstattung. Das Produkt lässt sich an die Wand montieren, am Ständewerk, um frei zu stehen, auch aufhängen. Es kann sogar an einem mobilen Ständer installiert werden, um leichte Zwischenräume zu bewegen. Ein sehr hochwertiges Produkt. Wir können uns erst vorstellen, dass das Produkt eventuell in den Bildungseinrichtungen eingesetzt werden kann. Jetzt die Referenzen. Nummer 1. Es geht um eine Installation im Magistrat Klagenfurt in Österreich. Eine Full HD Auflösung Display. Zweitens, in unserem Distributionspartner Kernstellis Konferenzraum in Hamburg,
Das wird mit vielen anderen Multimedia-Geräten verbunden, gehört zu sogenannten Smart Office-Lösungen. Jetzt kommen wir zu der Retail-Lösung. Bei Retail-Anwendungen sind folgende Dinge zu beachten. Erstens, zur effizienten Raumnutzung sollte die Lösung möglicherweise unterschiedlicher Panelgröße zur Verfügung stellen. Ich komme gleich noch einmal darauf zurück. Und für diese Anwendung, am Schaufenster sollte die Helligkeit vom Produkt auch relativ hoch sein. Auf dem Bild sehen Sie eine Anwendung in einem Zara-Shop in Spanien. M-Plus-Serie. Das M-Plus-Produkt hat verschiedene Panelgröße. Mit verschiedener Panelgröße meine ich das. Ein Panel kann aus 3, 4 oder 5 Module bestehen. Je nach vorgegebener Nutzfläche wird der Raum möglichst maximal genutzt. Der Pixel Pitch fängt mit 1,8 mm an bis 5,14 mm. M Plus gilt als eine sehr wichtige Produktplattform für Apps. Das Produkt lässt sich in vielfältige Anwendungsstellen einsetzen. Und M Plus verfügt über ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Nur eins, das Produkt ist nur an die Wand zu montieren. Mit dem Referenzbild geht es um eine sehr kreative Anwendung in einem Intersportladen in Graz. Die Panels wurden 45 Grad gedreht gebaut. Zunächst sehen Sie die Anwendung in der Allianz Arena in München. Die Panels wurden 90 Grad gedreht gebaut. Eben auch bei der Anwendung in dem Eingangsbereich von einem Kino in Köln, Celidon, um eine konkave und konvexe Lösung zu realisieren. Jetzt kommen wir zu dem Produkt K+. K+ ist ein anderes Indoor-Fensterinstallationsprodukt. Die Besonderheiten von dem Produkt sind ultra leicht, nur 20 Kilogramm pro Quadratmeter. Installation und Wartung von vorne und hinten möglich. Sehr flexibel. Günstiger Preis, wenn Sie eine vernünftige qualitative Lösung suchen und dabei geringen Spielraum vom Budget haben, würde ich Ihnen die K-Plus-Lösung empfehlen. K-Plus hat einen sehr guten Preis. Als Referenz haben wir noch eine andere Anwendung auf dem AIDA-Schiff Karneval Cruise. Da wurde das Produkt K3,9 Plus eingesetzt, als eine große Bühnenrückwand. Nächstes geht es um ein paar neue Dinge. Die IMD-Lösung, nämlich die integrierte montierte Diode. Wir schauen erst ein paar Anwendungen an. Erstens, die Datenvisualisierung-Anwendung. Absen bietet HC-Serien an. Es geht um eine neue Indoor-Lösung. Das Produkt wurde bei ISE 2020 in Amsterdam erst präsentiert. An dem Produkt werden die Mini-LED und Com-Kathode-Technik angewandt. Zur Technik komme ich gleich nochmal darauf zurück. Bei HC-Serien stehen nun 0,9 mm und 1,2 mm Pixel-Lösungen zur Verfügung. Und das sehr interessant ist, die Lösung bietet auch die Möglichkeit an, die Panels ohne Kabel zusammenzubauen. Außerdem sind die Power- und Datenredundanz-Lösungen auch möglich. Mit der IMD-Technik handelt es sich um eine neue Vergusskapselungstechnik. Und zwar 4 Pixels in eine Baueinheit zu integrieren. Diese Technik hat jede Menge Vorteile, da es sich um eine sehr neue Technik gibt. Die Zeit werde sich weisen, wie gut die Lösung ist. IMD ist eine robuste Lösung von unter 1 mm Pixel-Pitch-Anwendung. Da 4 Pixels in einem Package eingegossen sind und deswegen hat relativ größere Lötfläche und stärkere Lötpads im Vergleich mit einzelner kleiner SMD. Es stellt sich aus, dass es weniger Potenzial besteht, vom Ausfaden eines
Pixels oder einen toten Pixel wegen kalter Lötstelle. Und es ist einfacher zu reparieren, da die Lötfläche relativ groß ist. Am schönsten ist, dass die IMD-Lösung einen hervorragenden Kontrast liefern kann. Kontrastverhältnis bezeichnet im Grunde den Unterschied zwischen hellen und dunklen Bereichen eines Bildes. Deswegen betrachten Sie IMD-Technik als eine aufsteigende Technik, die jetzt noch nicht wirklich ausgebreitet ist, aber in naher Zukunft viel gesehen werden können. Absen hatte die IMD-Technik mit der Com-Kathode-Technik kombiniert, um die Energieeffizienz bis zu 40% zu steigern. Unter Com-Kathode-Technik versteht man, dass die rote Diode eine individuelle Stromspannung hat, damit kein extra Widerstand eingesetzt muss, um die Spannung von der roten Diode zu reduzieren. Dieses Thema würde ich heute nicht mehr weiter vertiefen. Falls Sie Frage haben, können Sie mir gerne eine E-Mail schreiben, was Sie Interesse an anderer AD-Technik sowie die herkömmliche SMD, COB, GOB haben, würde ich Ihnen einen Profi vorstellen, unserer Research und Development Director, Herr Christian Zimney. Sie können sich gerne an uns wenden. Für TV-Studio sind A27 bzw. Pro-Version und AX-Serien die richtige Lösung. Bei den Anwendungen nehmen die Kunden meistens eine hohe Bildwiederholfrequenz in Anspruch, neben hoher Auflösung und Redundanzmöglichkeit. Auf dem Bild sehen Sie die Anwendung bei RTE Studio in Irland. Zur Festinstallation stehen A27 Plus und Pro Serien zur Verfügung. Bei der Pro Serien sind die Mini LED angewandt. Hiermit möchte ich extra die Ares Serien erwähnen. Es geht um eine für den High-End-Mietmarkt gedachte Lösung. Das Produkt lässt sich einfach, schnell und sicher auf- und abbauen, dank der Eckenschutz- und magnetischen Verschlusssystem. Im Moment sind 1,2 mm, 1,5 mm und brandneu 1,9 mm Lösungen verfügbar, gleich wie die HC-Serien. An dem Produkt werden auch die Mini-LED- und Com-Kathode-Technik verwandt und unterstützt HDR10-Standard. Zur Referenz. Mit dem ersten Bild handelt es sich um eine temporäre Anwendung bei der CNN, Demokratische Partei, Debatte in den USA. Zweitens ging es um die Anwendung bei Alpha Television in der Schweiz. Auf dieser Folie können Sie es erfahren, dass Absen-Lösungen in der Vergangenheit von sehr vielen namhaften Unternehmen im Dachmarkt anerkannt wurden. In Europa wird Absen immer und weiterhin mit Partnern wie Planer, Systemintegrator bei weiteren Projekten zusammenarbeiten, um das gesunde Ökosystem zu beschützen. Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen. Also, das war alles von meiner Präsentation. Wir bedanken uns für Ihr Kommen und Aufmerksamkeit. Nun übergebe ich das Mikrofon an Andreas zurück. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Markus, für die Erläuterung. Ja, ich habe gerade geguckt, es hat während der Präsentation keine Fragen gegeben. Falls Sie Fragen haben, dann ist jetzt noch die Chance, das kurz einzuhacken, aber vielleicht ist es viel besser, wenn Sie Fragen haben, dann wenden Sie sich gerne an Markus oder mich. Wir werden Ihnen im Anschluss die Präsentation auch offline zur Verfügung stellen, sodass Sie nochmal reingucken können, sich bestimmte Punkte raussuchen können. Und ja, in Zusammenarbeit mit den Distributoren, mit Telion, Kern und Stelli, machen wir Ihnen auf jeden Fall, denke ich mal, als Absen ein Angebot, was auf Ihr Projekt genau passen kann. Ich denke, ja, wenn Sie, wie gesagt, Kontaktdaten von den Distributoren brauchen, die noch nicht haben, auch die können wir Ihnen gerne geben. Wir werden gerne Ihr Anliegen dann weiterleiten
Oder wie gesagt, kommen Sie auch gerne über die Distribution auf uns zurück und wir unterstützen Sie bei allen Projekten. Ich sehe, es poppen ein paar Fragen rein. Da werden wir jetzt mal gleich reingucken. Und all diejenigen, die jetzt die keine Fragen mehr haben und die nicht mehr warten wollen, an die sei gesagt, herzlichen Dank für die Teilnahme. Wir werden das, hat uns allen viel Spaß gemacht, auch schon in der Vorbereitung. Und wir werden sicherlich das ein oder andere Webinar, unglücklicherweise, lieber wäre uns natürlich, wir könnten mit Ihnen persönlich sprechen, aber wenn das so weitergeht, dann werden wir sicherlich noch das ein oder andere Webinar halten müssen. Und wir werden Sie recht kurzfristig auf dem Laufenden über weitere Termine haben. Es ist auf jeden Fall was geplant, so viel kann ich schon verraten, von Christian Chemny für den Vermietmarkt, auch in deutscher Sprache. Aber wir werden diese Themen, die wir heute haben, dann noch weiter verfeinern und dann mit neuen Terminen auf Sie zukommen. Auch mit der Firma Kern & Stelly in Deutschland ist ein Webinar in Kürze geplant. Ich kann sogar mal gucken, jetzt geht hier die Fragestunde los. Und die erste Frage kommt von Klaus. In welchem Zeithorizont ist mit kleiner 0,8 mm Pixel Pitch für Indoor zu rechnen? Das ist natürlich eine Frage, die sich gerade vor dem aktuellen Hintergrund, dass sich doch viele Projekte verzögern, nicht ganz so einfach beantworten lässt. Wir haben auf der ISE bereits ein Produkt speziell für den Kontrollraum mit 0,7 mm gebracht. Also die Entwicklung geht da weiter. Man kann jetzt nicht im genauen Zeitraum sagen, im nächsten Jahr oder in den nächsten 6 Monaten, aber wir rechnen eigentlich damit, dass spätestens 2021 auch diese 0,7, die wir vorgestellt haben auf der Messe, dass die wirklich auch dann in Produktion gehen können, vielleicht ein bisschen früher. Und für den Standard-Konferenzraum, wie gesagt, das ist ein spezielles Produkt für den Control-Room-Bereich mit doppelter Redundanz, zum Beispiel mehrere Netzteile, mehrere Receiving-Cards. Wann das dann in die Standardprodukte eingebaut wird, ist noch ein bisschen unklar. Aber auf jeden Fall können wir 2021 noch weiter damit rechnen, dass sich der Pixel-Pitch verringert. Frage von Dirk, Präsentation als PowerPoint zum Download. Wir werden sie zum Download anbieten. Ich weiß allerdings nicht, ob als PowerPoint oder wahrscheinlich eher als PDF-Format. Eine Frage für Markus, Spezialist für Apps und Icon. Gibt es eine Lösung für Interaktivität auf der Icon-Serie? Die interaktive Funktion ist eigentlich zu realisieren. Nur das Icon-Produkt ist relativ groß. Ob das sich wirklich lohnt, ob das wirklich erreichbar ist mit der Hand, diese Touch-Funktion einzusetzen, das stellt man die Frage. Ja. Ich gucke gerade, sind hier einige Grüße noch zwischen den Fragen. Wir gucken, dass ich nicht alle. Hier ist eine Frage, da würde ich sagen, es wäre nett, wenn Sie uns da eine Mail schreiben können. Da geht es nämlich um die Unterstützung für Planer. Da würde ich mich freuen, wenn Sie uns eine Mail schicken würden oder mit Ihren Kontaktdaten. Oder wir müssen ja theoretisch, weiß nicht, wir haben auch Ihre Kontaktdaten aus der Anmeldung, da werden wir auf Sie zukommen. Die Frage kam von Thomas. Da werden wir uns auf jeden Fall bei Ihnen melden. Wir haben Planer-Unterstützung, was Sie sich vorstellen. Ich meine, da gibt es so viel, da müssen wir vielleicht mal drüber sprechen, was Sie sich wünschen und was Sie sich vorstellen. Aber wir können da auf jeden Fall, das gilt natürlich auch für Systemintegratoren, die Planungen machen im kleineren Rahmen. Wir haben natürlich umfangreiche Unterlagen. Also das geht, um das vielleicht jetzt dann doch ein bisschen ausführlicher zu beantworten, das geht von der zur Verfügungstellung von detaillierten Unterlagen bis hin zu 3D-Drawings, die Sie direkt in CAD-Konstruktionsprogramme einfügen können. Das alles ist möglich. Allerdings haben wir da nicht, das ist so, läuft speziell auf Anfrage. Wir haben die Unterlagen nicht alle irgendwie direkt zum Download zur Verfügung. Aber ja, es gibt eine Menge Unterlagen. Vielleicht sprechen wir später darüber. Mobile Lösungen. Axel fragt, ob es eine mobile Lösung für Konferenzräume gibt. Soweit ich weiß, ja, aber da kann Markus was zu sagen. Rollbare mobile Lösungen. Für welches Produkt speziell? Icon, Entschuldigung. Icon, okay. In meiner Präsentation habe ich das schon erwähnt.
Für Eikung haben wir auch Ständewerke. Zusammenarbeitet mit vielen anderen europäischen Partnern. Gibt es ein Demo-Set mit, fragt Dirk, mit dem man das mal Kunden vorführen kann? Ich weiß nicht, ob das sich auch auf Eikon bezieht, aber es gibt im Prinzip von allen Produkten Demo-Geräte. Das muss man dann, allerdings muss man natürlich sagen, immer ein bisschen individuell, was Demo anbetrifft. Individuell Demo-Produkte anbetrifft, das muss man immer zusammenstellen. Also, ich meine, es gibt Kunden, die fragen an, ob sie mal 2,2 mm, 3 mm und 4 mm im Vergleich sehen können mit jeweils der Größe, die sie sich vorstellen in ihrer Installation. Das geht natürlich nicht. Aber wir können im Prinzip für alle Projekte, die uns dann bekannt sind und wo es auch natürlich eine gewisse Aussicht gibt, dass sich das realisieren lässt, eine Demo zur Verfügung stellen. In Zukunft möglicherweise vielleicht fast einfacher nach Neufelden zu kommen, aber das ist ja momentan, wie gesagt, eingeschränkt, aber wir können auch bei Ihnen vor Ort Demos durchführen, sowohl mit Unterstützung durch uns als auch einfach durch Versendung von Demosets. Ich gucke gleich, scroll noch einmal hier durch den Chat, aber ich sehe, jetzt gibt es, glaube ich, keine Fragen mehr. Da tippt noch gerade jemand, deswegen warten wir noch. Okay, ne, das war nur noch das Dankeschön. Okay. Ja, okay, gut. Dann, wie gesagt, an alle, die, es tippt noch jemand. Mal gucken. Warten wir vielleicht noch auf 2 Minuten. Okay. Okay, dann würde ich sagen, wenn es keine weiteren Fragen gibt, an alle Teilnehmer nochmal herzlichen Dank für die Teilnahme. Wir haben gerade schon auch viele Dankeschöns bekommen für die Präsentation, was uns auf jeden Fall motivieren wird, das weiter fortzuführen. Und es wird auf jeden Fall ein nächstes Mal geben. Vielen Dank und tschüss an alle. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao.